Wenn ich bin, kann ich ja sonst mal ein Quest machen. Ja, Quest wird wahrscheinlich noch nicht viel was gehen. Ja doch, bei allen Feldern. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja, könnte mal jeder eine Dass wir Quest machen gehen. genau, dass wir Geld verdienen. Hier ist ein schwarzer Mann. Nein, ich bin kein Rassist. Er ist trotzdem schwarz. Na, wir schauen jetzt erstmal, ob das klappt, was wir uns jetzt hier überlegt haben. Genau. Ob man den Ich dann auch weiß wieder nämlich gar nicht, zurückgeben ob kann. es geht, ob man mit Ladewagen Heu aufladen kann. Oh. Was glaubst du, für was ein Ladewagen da ist? Willst du das mit der Rundbeinpresse machen, nur oder was? Natürlich geht das. So, hier abladen, keine gute Idee. Rundumleuchte erstmal. Die ist mal wichtig. Und dann Pickup senken. Ladewagen anschalten. Und tada, nimmt das schön auf. Siehst du, geht doch. Hat den Mut gehen. Hallo. Guten Tag. Das ist ein schwarzer Mann. Ich bin kein Rassist, aber du bist trotzdem schwarz. Oh, meine Maus ist so langsam hier eingestellt. Ich weiß, ich muss da einstellen unter Einstellungen. Einfach auf. 150. In Fahrzeugen geht es dann auch ein bisschen angenehmer. Ja. Müsste ja immer das Ding abschalten, oder? Ja. Keine Ahnung. Ein Gott, oh bisschen. Gott, oh Gott. Oh, Du der willst gleich Grover. weiterarbeiten. Der Grover ist ja Katastrophe. Ja, während du noch hier machst. Warum Katastrophe? Der ist so schmal. Ja, das stimmt. Na, er nimmt ein bisschen was an der Seite schon mit. Ja, ist ja trotzdem schmal, der Typ da. So, was kann man hier tun? Ich hab meine ganze Tun. LS-Erfahrung verhauen. Ja, bist nicht der Einzige. Wir haben wahrscheinlich auch schon über ein Jahr nicht mehr gespielt. Ja, momentan haben wir keine Fahrzeuge, gell? Doch, wir haben Mähdrescher. Gratuliere, du kannst mit dem Mähdrescher einen Kreis Der will fahren. hier einen Auftrag machen. Genau, kannst einen Auftrag machen gehen. Da in, zu irgendein Feld gehen, zu einem Fremden natürlich, was nicht uns gehört. Genau, Dort sind Fremde so. sind die, die nicht grün sind, ne? Genau. Dort gibt es Fragezeichen und das kann der Auftrag dann machen. Okay. Das machen wir dann auch gleich, wenn wir hier fertig sind. Das mache ich sofort. Du kriegst Maschinen gestellt vom Bauer irgendwas, Hildegard, und die sagt dir dann, hey, könntest du mal das für mich machen und kriegst dafür dann Euro. Ein paar Euro, das sind Euro-Top und so. Gottes Willen. Ey, mach das ordentlich, was machst du? Keine Ahnung. Ich müsste größere Lenkkreise nehmen. Ja, einfach ordentlich fahren, dann geht das schon. Einmal mehr Aber du wenden. kommst ja immer. Ich weiche dir schon aus, nur keine Sorge. Muss auch bald abladen. Tja, dann hopp hopp. War das aber hier noch mitten? Na, doch, jetzt am Sehen, oder? Ja, bin gleich fertig. Ja, dann kannst du dann gleich weiter machen, bei mir da. Ja, ich wollte Geld verdienen gehen. Ne, bei mir. Ja, wir verdienen auch durch den Feldergeld. Okay. Nee, das machen wir nur so nebenbei. Nur nebenbei. Und da, Leute, geht ihr Geld verdienen, Eurojob hat er. Sofort, ja. Es ist so ein Euro-Man. Fahr mal zu Feld 5, da habe ich was gesehen. Mach ich Bei jedem sofort. Feld einfach. Feld 5, weil es so groß ist. Wahrscheinlich. Hello? Ja, aber da wirst du wahrscheinlich Was viel aber verdienen. jetzt sehr interessant ist, weil ich ja jetzt bei 98% bin, tutet das Fahrzeug, glaube ich.
Glaube nicht, oder? Der Mähdrescher macht's nicht, was mich verwundert hat. Normal, früher hat das, glaube ich, gemacht. Aber auch nur, wo ich die Maschine anmache. Ja. Also, ich fahre jetzt hier rein und sag jetzt einfach hier drin. Abkippen. Auskippen. Ja. Mit I, glaube ich. Oh. Weiß nicht, ob du Geld kriegst. Ja. Okay, das wird direkt verkauft, das ist eh cool. Vielleicht machen wir sogar noch Gewinn damit. Na doch, sicher, weil 1300 haben wir Einnahme. Gekostet hat er 3400. Das ist ja noch nicht mal alles. Genau. Das heißt, wir machen vielleicht sogar noch Gewinn. Dann ist gut. Vor allem siehst du ja jetzt, durch was du Geld gewinnst und verlierst. Genau. Wird schön angezeigt. Ja, gut, oder? Die Frage ist nur, zahlt sich das aus, wenn du viele Maschinen nur mietest, anstatt zu kaufen? Beispiel einen großen Grubber mieten, großen Schlepper mieten. Wir arbeiten jetzt zu dritt auf einem Feld. Deswegen meine ich, ob sie das auszahlt. Naja, im Endeffekt will ja der Vermieter Gewinn machen. Ja. Das jetzt fraglich. Was soll ich jetzt finden? Aber mal eine andere Frage, Sascha. Was bezahlst du an Betriebskosten für das Bauteile? Du musst ja dann wohl so viel Betriebskosten zahlen immer. Ja. Da müssen wir mal gucken. Weißt jetzt auch, wie das mit dem Zurückgeben dann ist? Ob wir den zurückschaffen müssen wirklich? Ich gehe mal davon aus. Die Frage ist, ob wir den zurückgeben oder behalten. Bei dem Herrn hat er uns 3000 gekostet. Aber wir werden nicht so schnell nicht mehr brauchen. So viel? Aber es geht ja um die Betriebsstunden. Ja. Ja, hier hätte man eigentlich, anstatt Traps hätte man ja Weizen ziehen können, dann hätte man noch. Hätte man nützen können. Ja. Na, Feld 14 ist größer. Das ist ja auch. Genau, Feld 14. Soll wo sein? Ja, die blauen bei Dinger. Bei jedem Feld hast du blaue Ausrufezeichen. Ja, genau. Ja, nee, ich hab da so ein Landzeichen mit Plus. Ja, das genau, ist ja das. Wenn du da reinläufst, müsstest du theoretisch eine GUI kriegen. Im Mehrspielermodus sind keine Missionen verfügbar. Ja, toll. Nee, echt jetzt? Ah, super. RIP. Das ist RIP. Voll Ripping. Dann kannst du leider Bauer Hildegard nicht helfen. Bauer Hildegard. Oh, ich hab mich schon so gefreut. Auf Feld 5. Ja. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja. Was machen wir dann? Ja, das ist unser Plan, Rip. Jetzt haben wir eine Aufgabe zu wenig eigentlich, gell? Ja, können ja uns weitersehen. Wir haben Fahrzeug zu wenig. Oder wie gesagt, wir könnten ja das Wachstum höher stellen, dann würde das andere Feld wachsen. Stimmt, das können wir machen, mal schneller machen, dann kann er dabei schon mähdreschen gehen. So, er ist voll. Er tut halt kurz piepen und dann hört er auf zu sagen. Ja. Kann man sich eigentlich jetzt Felder mieten auch oder kann man die nur kaufen? Oder halt so Felder pachten, nennt sich das bei uns halt. Genau, naja, kannst du mal bei Feld 5 gucken, ob man das sonst mieten könnte, das große? Weil dann können wir das nicht abernten. Na, das weiß ich nicht.
Das gehört ja Bauer Hildegard. Und Bauer Hildegard hat da sein Feld. Das Zeugsen gehört ihm ja auch. Naja, aber so wie bei uns, also im V-Life jetzt, da kannst du halt einfach ein Feld mieten, sozusagen. Pachten, dann zahlst du eine Summe X im Jahr und dann gehört das Feld dir ein Jahr lang. Das ist ja bei uns auch. Eben. Jetzt nicht unbedingt mit Feldern, aber. Mit Land. Mit Garagen. Ja, aber eben bei Feldern gibt es bei uns auch. Dann ist egal, was. In landwirtschaftlichen Wesen nicht tätig. Dann ist egal, was drauf ist, das gehört dir ein Jahr lang. Dies muss ja nicht Feld 5 sein. Das ist ja gerade kein egal. Für die Information. Aber eigentlich ich so ein richtig so praktischer Arbeit. Da läuft er. Okay, dann kannst du ja weiter mal Dinge ändern. Ich muss irgendwo hinlaufen und schauen. Einfach am Fahren mit V das heben und senken. Dann gehe ich mal Felder gucken. Ed, kannst du sonst mal eine größere Saatmaschine ausleihen oder so? Ja, aber dafür haben wir mal die Schleppe wahrscheinlich nicht haben. Boah, ich glaube, der geht das hier schon. Ja, muss ich mal gucken. Musst du halt dann runterfahren, das holen, gell? Weiß ich. Weiß ich. Wo haben wir denn Saat? Die alte können wir ja verkaufen. Ja, welche haben wir denn jetzt? Müsste nachschauen. Oh, wächst schon. Die haben wir wahrscheinlich. Eine Breite von... steht gar nicht. Doch, 3 Meter. 3 Meter. 4 Meter. Puh. Ja. Ja. Weil wir haben jetzt 3 Meter, die nächste, was wäre 4,50 Meter. Das ist schon mal besser, ja. Ist das diese rote? Ja. Quenderland. Quenderland. Ja. Querenland. Ein Optima. Ja, dann, ich weiß aber, schauen, was kostet die uns? Die kostet uns. Ja, mittig halt. Müsst ihr halt mehr arbeiten. Jo, kein Problem. Ich tu hier gerade schon Geld verdienen. Wir können uns noch einen Schlepper zulegen auch. Dann könnten wir zu zweit arbeiten. Ja. Dann fahre ich schon mal zum Händler. Nee, Schlepper. Wer arbeitet jetzt? Keiner. Nein, Leute, der Kruppert. Ja, aber du musst weiterarbeiten. Mach ich ja gleich. Wir haben jetzt Speed 120 und dann haben wir ein dämliches Feld. Ja, kann ich aber dabei runtersetzen. Damit das nicht, was war da jetzt? Auf F1. Gut, Feld kaufen. Ja, wir können vorne und hinten in unsere Garage reinfahren. Muss man gar nicht rückwärts einpacken. Der Alex Jung gehört das Feld. Man kann das Feld nur kaufen. Ja, schade. Nicht mieten oder pachten. Nein. Es geht anscheinend. Das, wo ich jetzt bin, 49.000. Das 19. Mein Gott, die haben Preise. Wie sieht denn das mit der Bank aus? Da gibt's ja auch noch was, gell? So ein kleines Kredithirn und so. Irgendwo im Menü. Muss man da nicht hinfahren? In Finanzen. Heute haben wir Baukosten minus 1500. Finanzen, ja. Kosten minus 6600. Ja, weil wir zwei Fahrzeuge gemietet haben. Also da kann man leihen. Einnahmen durch die Ernte 3500. Ja. Und wir haben einen Kredit von 50.000. Wo steht denn das schon wieder? Alles im Finanzenteil. Achso, da unten. Stimmt. Alter. Frechheit. Ja, aber steht da 50.000 minus 32.000, hä? Achso, wenn ja, wir wenn alles. Wenn du deinen aktuellen Kontostand davon abziehen würdest. Es geht darum jetzt um dein Eigenkapital. Ja, okay, dann wird das nichts mit noch ein Kredit. Wir müssen in die Forstwirtschaft wechseln. Was sind eigentlich Kreditkosten? Bin gar nicht aufgeführt.
Forstwirtschaft? Bräuchte man aber Maschinen.